das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Konstantin, komm gerne zu uns. Wir würden uns freuen, wenn du ein paar einleitende Worte hast. Ja, liebe Jana, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ihr das bei uns im Frankfurter Haus macht. Auch an die Löwen vielen lieben Dank, an alle Anwesenden. Wir sind sehr stolz, dass die Löwen schon jetzt wieder hier sind und diese so wichtige Mitteilung machen und auch letztes Jahr bei uns ihre Weihnachtsfeier gemacht haben. Das Frankfurter Haus ist, glaube ich, vielen bekannt im Frankfurter Raum und im Neu-Isenburg. Nach einem Jahr Sanierungsarbeit haben wir es jetzt vor kurzem eröffnet, am letzten Montag, am 1. Mai. Und freuen uns sehr, so in die Sommersaison starten zu dürfen mit diesem wunderschönen Biergarten. Aber jetzt zurück zu Jana. Ja, vielen Dank. Wie Konstantin schon gesagt hat, es gibt einige Events, die wir hier schon ausgetragen oder gemacht haben. Es ist immer wieder schön, bei euch zu sein. Gut, dann, Franz, ich gebe den Staffelstab quasi an dich weiter. Sag uns doch einfach mal kurz, Matti steht jetzt wieder hinter der Bande, ist kein unbekanntes Gesicht in Frankfurt. Du sagtest, Matti ist auch ein absoluter Wunschkandidat. Erklär uns das doch einfach. Ja, erstmal hallo zusammen. Schön, dass wir alle wieder hier versammelt sind. Na, in unserer kleinen Löwenfamilie. Und Konstantin, nochmal vielen Dank an dich auch, dass wir wieder hier sein können und mit deinem ganzen Team und diese schöne Atmosphäre hier genießen können. Und ja, wie gesagt, das ist also sowas kommt ja auch nicht so oft vor. Und ab meinem ersten Moment auch war das jetzt nicht schon, was ich über die Jahre geplant, dass der Matti hierhin zurückkommt. Aber wir waren immer sehr intensiv in Kontakt, auch die letzten Jahre. Matti hat uns immer verfolgt, auch immer so, also wie auch immer ich das nennen kann, auch war für mich immer auch ein wichtiger Ansprechpartner, auch zum Beispiel in der Aufstiegssaison, als er mal zu uns gekommen ist, ein oder zweimal und auch ja, in gewisser Weise auch ein bisschen mitgewirkt hat, dass dann Spieler wie der Adam Mitchell oder Brett Breikreuz zu uns zurückgekommen sind und so ein bisschen uns beraten hat und das, obwohl er jetzt nicht der Trainer von uns war und sich natürlich auch nicht eingemischt hat, sondern immer so das Gefühl weitergelebt hat, auch wenn er nicht mehr da war, dass wir die Reise, die wir damals gemeinsam mit ihm begonnen haben, dass wir die dann auch endlich vollenden konnten. Ja, und wie gesagt, wir sind immer im Gespräch geblieben. Matti, denke ich, hat in den letzten Jahren seine Erfahrungen gemacht. Natürlich war man damals, wie ich es, glaube ich, gesagt habe in der Presse, war mit einem weinenden Auge und einem lachenden Auge, dass er damals von uns als Zweitligist in die finnische erste Liga als Head Coach gewechselt ist, als sehr junger Coach, war natürlich für uns schwierig, weil das Jahr danach war auch schwierig, nicht nur wegen Corona, sondern ja, hat auch sonst nicht so optimal funktioniert. Aber es war für ihn, denke ich, eine sehr wichtige Zeit, ja, diese Erfahrung zu machen, zu seinem Heimatclub zu gehen, aber dann vielleicht auch die Erfahrung zu machen, dass es vielleicht mal nicht so optimal klappen kann. An sowas wächst man ja als Trainer. Ja, das ist, ich habe es gestern noch gesagt, wir sind ja alle auch Trainer. Ich war auch mal Trainer oder bin immer noch Trainer. Wenn du einmal entlassen bist, dann bist du ein richtiger Trainer. Bis jetzt nur einen Jan nicht erwischt. Na? Von uns allen sonst jeden schon mal. Aber nein, Spaß beiseite. Es ist, denke ich, war für uns die letzten 3 Jahre, war auch eine wichtige Zeit, dass der Matti sich weiterentwickelt hat. Ja, es war damals sehr erfolgreich bei uns, aber es war natürlich auch ein bisschen eine andere Situation, wobei sie dann doch damit wieder bisher mit jetzt zu vergleichen ist. Ja, die letzten 2 Jahre waren natürlich sehr erfolgreich, vor allem auf dem Papier gesehen und haben wir sehr viele erfolgreiche Momente gehabt, aber wie ich es immer wieder betont habe, ab Weihnachten war dann die Party auch ein bisschen vorbei. Ja, und wir wussten, wenn wir uns in der DL etablieren müssen, müssen wir einen Schritt weitergehen. Ja, und nicht nur, dass wir uns natürlich in der Spitze verstärken nochmal mussten mit Spielern, sondern auch wussten wir, dass dieser Zeitpunkt kommt, dass unsere jungen Spieler auch nicht mehr jung sein werden dann. Ja, wir hatten letztes Jahr so ein bisschen den Vorteil, dass sie eigentlich schon keine jungen Spieler mehr waren, aber immer darunter gezählt haben und dass jetzt der nächste Schritt kommen wird im Club, im ganzen Club, auch was viele andere Dinge betrifft, aber natürlich auch im sportlichen Bereich, dass wir uns weiterentwickeln müssen. Ja, und da war mir klar, dass wir nicht nur einen Headcoach brauchen, sondern auch ein Trainerteam, die das auch leisten können. Ja, wie gesagt, die letzten 2 Jahre auch, waren sehr erfolgreich, auch mit unseren Trainern. Das hat optimal zu der Situation gepasst. Ja, es ist auch, wenn man die letzten 5 Jahre sieht, ja, wir haben zwar öfter mal einen Trainer gewechselt, aber wir haben nur einmal einen Trainer entlassen in den letzten 5,5 Jahren. Ja, es war immer schon, gab immer schon einen Plan dahinter und hat immer funktioniert. Und jetzt kommt dann die Situation, wie gesagt, dass wir einen Trainer brauchen, der sowohl Erfahrung hat, ja,
natürlich optimalerweise auch hier noch in Frankfurt Erfahrung hat. Das gibt es natürlich nicht so oft. Aber auch einen Trainer brauchen, der sich immer noch selber weiterentwickeln will, aber auch die Mannschaft weiterentwickeln kann mit seinem Trainerteam. Ja, und dass der Matti, also es war jetzt natürlich kein Selbstläufer, weil er hatte ja einen sehr guten Job beim finnischen Verband und es waren harte Verhandlungen beim finnischen Verband. Es war nicht mal einfach so, okay, er kann jetzt ins Profigeschäft gehen. Sie legen da sehr hohen Wert drauf auf ihren Nachwuchsnationaltrainer. Und ja, aber da gilt auch noch mal mein Dank an den Verband, dass sie uns dann doch die Möglichkeit gegeben haben, ihn an uns abzugeben. Und ich denke einfach, er ist der richtige Mann dafür, gemeinsam mit dem Trainerteam den nächsten Schritt einzuleiten. Ja, er als Leader, Matti ist für mich ein Leader, der aber auch sehr gut im Team arbeitet. Und natürlich dann mit Jan, Janne und Josh dazu ein Trainerteam hat, das hungrig ist, auch Erfahrung bereits hat. Ja, wir sind jetzt auch beim Jan zum Beispiel jetzt schon im vierten Jahr dann, wo er dabei ist. Auch der Janne hat seine Erfahrungen gemacht, lange Nachwuchs gecoacht in Finnland, dann letztes Jahr aber auch Profi-Eishockey auch in der Oberliga in Füssen beim Traditionsclub gecoacht. Auch das ist eine Situation, wo wir uns alle lange kennen auch. Ja, der Janne war damals in Hemmelina, wo der Matti U20-Trainer war, war der Janne der Assistent von Marco Reiter, der mittlerweile Headcoach in Kaufbeuern der ist, wie wir alle wissen. Und es ist so eine runde Sache, aber aus der wir natürlich auch was machen wollen und müssen. Ja, wir wissen alle, wir sind alle gefordert. Ja, jetzt nicht nur die Spieler, sondern wir sind gefordert, den Club auf der sportlichen Ebene auf den nächsten Level zu heben. Und dafür reichen eben nicht nur ein paar Topspieler, die wir schon verpflichtet haben, was natürlich auch nötig ist, aber dass wir ja in der täglichen Arbeit einen Schritt nach vorne machen. Und deswegen ist, denke ich, dieses Trainerteam für den nächsten Schritt für uns optimal. Ja, vielen Dank, Franz. Ich glaube, wir haben schon ganz einen guten Eindruck bekommen, wieso und wie das Trainergespann oder Trainerteam jetzt zusammengestellt wurde. Kommen wir zu unserem Neuzugang, Matti Tiilikainen. Matti, welcome to Frankfurt. Many people already know you, but would you nevertheless say a few words about yourself, your career? Yeah, hello everyone, and it's super nice to be back here. And first of all, thanks for Leuven organization, this great opportunity for us. And it's a privilege to represent Leuven Frankfurt. And for me, it's for my career, of course, 2 years here. Then I was a little bit over 1 year in a top league in Finland, in my hometown. And then after that, I work with the association. And I have a little bit also educate myself. I had time in association. You don't have a team. You just pick the teams in the camp. So I had a little bit more time to educate myself. And that was good for me. And it was 5 years ago when I came here. What have happened? One new kid. And lots more experience. But like I said, happy to be back and happy to start work with in Leuven organization and with this great stuff. Ja, ich fasse es einmal ganz kurz zusammen, was Matti gesagt hat. Er freut sich erstmal sehr, wieder zurück zu sein. Er denkt gerne an die 2 Jahre, die er schon hier war, zurück. Was ist seitdem passiert? Ja, nach den 2 Jahren in Frankfurt ist er zurück nach Finnland gegangen, da in die Top-Liga, hat gecoacht. Danach hatte er auch ein bisschen Zeit, auf eine andere Art und Weise auch zu coachen, aber sich eben auch fortzubilden. Ansonsten auf der privaten Ebene ist noch Nachwuchs dazugekommen. Darüber hat er sich natürlich gefreut. Und im Großen und Ganzen, er hat einfach viel mehr Erfahrung gesammelt und ist jetzt glücklich, wir wiederholen uns, wieder in Frankfurt zu sein. Okay, Matti, what are your visions and your goals with the team for the upcoming season? Yeah, first of all, I think all the conversation with France is we want to move forward. We want to take the next steps, and that's what we need. It's not about me. It's about we. That's the most important thing. So to working with the players every day, daily basis, hard working for sure. And then, of course, the cooperation with the staff, organization, players, that's what I think it's the most. That's the key of success in for sure. And the goals, it's, I don't know about the positions where we want to be. Of course, you want to be better than last season. But the most important thing that we
every daily basis. We work together. We want to get better. And for sure, we get some top talents here. That's important that they get better, they get chances. But also, we need those leaders, big names, everybody to in the same boat. So it's going to be an exciting season for sure. The team looks good. So we're going to be for sure hard to beat team. Ja, ich übersetze es auch noch mal kurz oder fasse es zusammen. Also im ersten Schritt hat er sich natürlich viel schon mit Franz ausgetauscht. Eine wirkliche Position kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. Sicherlich möchte man immer besser werden, als es in der letzten Saison der Fall war. Aber im vordersten Ziel steht eigentlich, die jungen Spieler, die Top-Talente, die schon verpflichtet sind, besser zu machen, hart mit denen zu arbeiten. Aber natürlich genauso die Top-Spieler, die Leader im Team, ja, mit denen zu arbeiten, die Gruppe zusammenzuführen. Am Ende gewinnt man nur zusammen. Es geht immer darum, zusammen zu arbeiten, zusammen zu gewinnen. Und das ist sein primäres Ziel. Und dann ergibt sich der Erfolg im Prinzip daraus. Gut, dann sind wir mit dem offiziellen Teil, zumindest mit den ersten Statements, einmal durch. Sie konnten jetzt alle Verantwortlichen sehen und kennenlernen. Von daher gebe ich jetzt gerne die Runde frei für Ihre Fragen. Vielleicht kurzes Handzeichen und dann noch einmal die Zeitung und den Namen dazu nennen. Ja, Matti, erzähl mal. Franz hatte ich ja vor 3-4 Wochen besucht und kam wahrscheinlich mit der Idee, wie wäre es, wenn du zurückkommst, wie hast du reagiert und wann ist für dich so der Entschluss gereift, ja, ich habe Bock auf Frankfurt. Yeah, first of all, when Franz told me that there would be the opportunity to come back in Frankfurt, first of all, I had a contract with associations still going on, but still, as a coach, you need to think what is the next step on your career, and you don't get these kind of chances every day. And for sure, we had good relationship with Franz. He know my habits in about the work and about the hockey. So, and yeah, it just felt that it's time to take these steps and for sure to come back. I really enjoyed those two seasons what I was here. The atmosphere at the rink, the guys, how they showed up every day in the rink. And now we are in the different level, so we need to do even better. So that's the most important thing. So as a coach, as an individually, that's a great chance, great challenge for me. But also we, as a team, as a staff, I think we have the right persons to take the next steps. Eine Übersetzung oder passt das so, Frank? Und dann vielleicht, das ist ja nicht so leicht mit dem finnischen Verband, dort die Gespräche zu führen. Gab ja dann auch so eine Art Anhörung. Kannst du ein bisschen da erzählen, wie ist das gelaufen und wie schwer ist es da wirklich rauszukommen aus so einem Vertrag? Also sind die dann beleidigt oder wie ist da die Reaktion? Yeah, I think Löwen and Franz did a great job. He talked to the management for Finnish Ice Hockey Associations. They for sure understand the situations also, that it's going to be a great opportunity for a coach, like for a young coach or for a coach to come here in DL. And for sure there was discuss. They didn't say right away, good luck, we'll see you. But there was some discussions. But anyway, I think in the end they understand the how big thing this is for me. And of course it's good for the Finnish hockey too, that they get people around to Europe. And yeah, I think they in the end they understand it, that it's gonna be the good thing. And also I said to them that I really wanna come back right now. Even I had a good deal with them and I really enjoyed that time in association. It's a great job in Finland, but sometimes you need to do what the heart say. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Dann nochmal Frank, bitte. Deine arme Familie bleibt zu Hause.
wie schwer ist dir das gefallen? War das dann vielleicht auch eine Überlegung zu sagen, habe ich Bedenken? Yeah, for sure. In family life, it's gonna be the big thing. When we moved here 2018, the whole family came with me. Now it's a little bit different. They're gonna stay more in Finland, but of course they're gonna be here in Frankfurt too a lot with me. And yeah, I think that's how it goes. The first thing you get that kind of offer, you ask your wife, what we gonna do? And yeah, and she's have been great. I think she don't know what is better. So yeah, she has used to it. We have been together 18 years. I have coached 15 years. So I think she have lived this life so long enough. So I think it's fun for her too that he gets some time. Weitere Fragen? Ja, David, bitte. Frage an Franz. Kannst du was zur Vertragslaufzeit sagen? Ist das erstmal für ein Jahr oder ist das ein längerfristiger Vertrag? Nee, alle, die hier sitzen jetzt am Tisch, haben alle einen Zweijahresvertrag. Also alle Coaches. Und das ist ja vielleicht auch noch die Gelegenheit, was für uns auch... Neben Mathe und Jan natürlich, wie gesagt, das möchte ich auch nochmal betonen, der Jan ist jetzt das vierte Jahr bei uns. Haben wir selber quasi ausgebildet rausgebracht aus dem eigenen Nachwuchs. Und das ist auch, was die Geschichte auch ein bisschen rund macht. Ich weiß noch, wir waren damals in Finnland im Trainingslager und als der Mathe damals zu mir gesagt hat, der Jan ist quasi selbstständig mitgereist, das Nachwuchstrainer hat sich sehr bemüht, quasi sich weiterzuentwickeln als Trainer. Und ich weiß noch, damals hat der Mathe zu mir gesagt, du, wenn er auch da ist, und warum soll man nicht einen jungen eigenen Trainer auch weiterentwickeln? Und hat sich damals der Aufgabe angenommen, auch mit Jan zu arbeiten oder das Trainerteam damals. Und dadurch damals hat der Jan seine ersten Schritte quasi gemacht. Der Mathe ist sein letzten Jahr und so ist es eigentlich alles entstanden. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, kurz zum Janne auch zu kommen, auch da ist es, also wir waren zwar sehr zufrieden die letzten 5 Jahre, wir haben einen super Partner mit Primetime Fitness der David hat einen Top-Job gemacht, aber nachdem er jetzt mehr bei Primetime eingebunden ist und auch sich quasi über uns entwickelt hat, dass er für Primetime eine ganz wichtige Person geworden ist wie auch immer man das nennt, in der Führungsebene dort und nicht uns mehr so zur Verfügung steht, hatten wir jetzt die Chance, was ich schon lange in meinem Kopf hatte, einen zweiten Assistant Coach zu holen, der nicht nur ein Assistant Coach ist, sondern der auch den Fitness Part übernimmt und auch ein bisschen so, ich nenne das so ein bisschen Lifestyle Pro Hockey Coaches, auch natürlich mit Jan und mit Matti gemeinsam, also alle Coaches und auch mit Josh, alle arbeiten gemeinsam, aber wir haben jetzt ein paar neue Top Talente verpflichtet und da ist es auch als sehr wichtig, auf sie privat ein bisschen einzugehen. Und der Janne ist eben ein Typ, der sowohl Fitness sehr gut ist, auch auf dem Eis als Ex-Spieler, lange in Deutschland gespielt, spricht perfekt Deutsch und Englisch. Also, dass uns das gelungen ist, neben Matti, neben Jan noch einen zu haben, den wir auch lange kennen. Eigentlich hat der Janne das damals so ein bisschen eingeleitet, die Situation in Hemmelina, dass ich oft vor Ort war und damals Matti und Marco kennengelernt habe. Und jetzt über die Zeit, die er jetzt verbracht hat im Nachwuchscoaching und dann Coach aus Füssen, wo er letztes Jahr sehr erfolgreich war und Füssen, ein Traditionsverein, nach langer Zeit mal in den Playoffs geführt hat, dass wir so einen noch dazu bekommen haben, ist ein sehr wichtiges Element für uns. Ja, und wie gesagt, der Janne wird nicht nur Assistant Coach sein, sondern auch Fitnesstraining übernehmen. Er hat jetzt schon begonnen, also seit Montag trainieren wir mit Janne und Jan gemeinsam ja, wir haben insgesamt dadurch auch nochmal, wir reden ja viel über einen Head Coach, Assistant Coach und zweiter Assistant Coach, aber insgesamt mit dem Goalie Coach, der jetzt auch wieder zurückkommt, schon im Sommer und mit den Spielern, mit den Torhütern arbeiten wird, das ist für mich auch ein Erfolg, ja, dass wir uns da nochmal einen nächsten Schritt einleiten konnten und wie gesagt, so einen Mann wie Janne auch dazu verpflichten konnten.
Manni, bitte. Thema Gummi. Was ist Gummi, Coach? Was ist dein Torhüter? Zwei haben wir schon. Einer ist bekannt. Nein, also ich sage, im Moment ist es so, wir werden ja versuchen, den Bestmöglichen zu bekommen. Und in unserer Situation ist es ein bisschen so, wir wollen eigentlich einen kriegen, der besser ist, als was er kostet. Also siehe zum Beispiel Rowney letztes Jahr. Oder wir, in unserer Situation haben wir ein bisschen so die Challenge, Spieler zu bekommen, die weniger kosten, als was sie wert sind. Ja, und die, aber im Moment ist halt, gibt es nicht mehr viele offene Stellen für Torhüter in Europa. Aber einer ist zum Beispiel der SC Bern. Und in dieses Regal greifen wir halt nicht. Aber es gibt vielleicht mehr als einen Torhüter. Und wenn die dann alle entschieden haben und wir uns ein bisschen geduldet haben, dann hoffe ich, dass wir einen kriegen, der, wie gesagt, besser ist als das, was er kostet. Und da müssen wir uns ein bisschen gedulden. Wir haben bei anderen Spielern, haben wir relativ früh zugegriffen, sind auch noch nicht alle bekannt. Also du bist in unserer Situation, entweder musst du früh handeln und jetzt ist so ein bisschen so die Zeit, wo die Großen wach sind oder die letzten Positionen besetzen, wo du halt dann dieses Regal, wo du vielleicht auch reingreifen willst, nur jetzt noch nicht tust, weil das Preisschild jetzt noch sehr hoch ist. Oder dann auch, ist ja auch klar, wenn eine Mannschaft wie der SC Bern kommt, die waren zwar jetzt letzte nicht so erfolgreich, aber wir sind noch kein internationaler Top-Club. Ja. Ist ja nicht nur das Geld, sondern geht auch sportlichen Wert. Aber wir wollen natürlich über Spieler, die wir teilweise auch schon verpflichtet haben, die auch ein bisschen internationalen Flair haben, den wir hier reinbringen. Wir wollen uns schon auch ja, nicht nur weiterentwickeln, sondern wir wollen auch in der Spitze natürlich nochmal Spieler reinbringen, die mit ihrer Erfahrung, mit ihrer auch internationalen Erfahrung uns vorwärts bringen. Ja, weil natürlich müssen wir uns Wichtig ist immer, dass du als Team dich weiterentwickelst. Es helfen nicht nur drei Rownies, dann hast du zwar drei Topspieler, aber du bist da nicht. Das Team ist weiterhin das Entscheidende. Wird für uns immer sein. Also wir werden nie sagen, ja, wir wollen jetzt nächstes Jahr viel besser sein als letztes Jahr. Wir hatten eine Top-Saison letztes Jahr. Es gibt gar keine Frage. Aber um wieder gut zu sein, und der Platz 10 letzter, der war schon sehr gut, um wieder so gut zu sein, müssen wir viel mehr noch tun. Weil alle werden wach sein. Wir werden auch kein Underdog mehr sein. Also wir werden nicht mehr so von der Seite angeschaut werden. Ja, jetzt schauen wir mal, was die machen. Der Aufsteiger ist zwar Frankfurt, aber jetzt schauen wir mal. Und natürlich waren letztes Jahr auch viele Spieler bei uns, die aus der zweiten Liga mitkamen. Es sind immer noch einige da, die sich dann durchgesetzt haben. Wichtig war für uns, die Topspieler zu behalten zu können, ja, und welche dazu zu bekommen. Was aber gleichzeitig wieder heißt, okay, Frankfurt greift an quasi. Aber greift an ist immer noch relativ, weil wir werden uns auch nicht in diese Schublade drängen lassen, nur weil wir noch ein paar Topspieler geholt haben, dass wir jetzt Top-6-Kandidat sind. Ja, natürlich, wir wollen das Bestmögliche erreichen, wir wollen jedes Spiel gewinnen, aber wir wollen immer auf dem Boden bleiben. Ja, die Liga wird sehr, sehr eng werden. Ja, jetzt ist auch Augsburg drin geblieben in der Liga. Die werden nicht naiv, die werden nicht schlafen. Ja, also die haben letztes Jahr sicher ihre Erfahrung gemacht, es ist eine Mannschaft weniger. Ja, es wird alles möglich sein in der Liga. Wir haben es auch letzter gesehen mit Berlin. Man müsste zweimal Meister sein, spielst du um Abstieg. Also, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen stark sein, wir wollen besser werden, aber es heißt nicht, dass wir jetzt sagen, wir müssen jetzt in der Tabelle viel besser sein. Ja, wir werden weiter sagen, in dieser Liga zu sein, ja, uns weiter zu etablieren, das ist unser Hauptziel. Wir mal schnell rechnen. Drei bis vier Stück. Und es fehlen noch, vier Spieler fehlen noch. Also die wir noch. Also wir brauchen noch einen Torwart, wir brauchen noch einen Verteidiger, wir brauchen noch einen Center und wir brauchen noch einen Winger. Und dann werden wir, so wie es jetzt ausschaut, starten mit 14 Stürmer, 8 Verteidiger, 3 Torhüter. Es wird jetzt so, das war jetzt auch, dass es jetzt diese Woche stattfindet. Bei Mathe war ja, wie gesagt, das war jetzt nicht schon länger klar, sondern wie gesagt, es mussten ja die Gespräche stattfinden mit dem finnischen Verband. Und war jetzt kurzfristig, konnte man das erst erledigen oder auch finalisieren. Und
Die Woche wäre sicher vielleicht auch ein anderer Kandidat zur Veröffentlichung gewesen, aber wir wollen sie auch nicht alles auf einmal machen. Ich habe gesehen, München hat heute 3 Nationalspieler auf einmal bekannt gegeben. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen die Spannung hochhalten und immer wieder uns auch interessant halten und nicht jetzt dann 8 Wochen Sommerloch haben. Aber es wird sicher zeitnah werden die nächsten Verpflichtungen kommen. Gibt es weitere Fragen? Franz, kannst du was dazu sagen? Du hast ja Matti auch persönlich besucht. Was das vielleicht auch bewirkt hat bei ihm? Die Spieler, Leihung zum Beispiel, hat es gelobt, dass du ihn persönlich besucht hast, dass er gekommen ist. Auch die Jungen haben gesagt, es war toll. Vielleicht auch an Matti dann mit die Frage, ob das mehr hilft oder mehr Vertrauen schafft, so ein persönlicher Besuch als ein Telefonat oder ein Skype-Termin. Ja, das ist ja, wie ich ja vorher schon gesagt habe, auch in der Aufstiegssaison war der Matti auch mal bei Besuch, hat zu besuchen. Wir haben uns immer wieder gesehen. Ja. Und jetzt natürlich, um diese finalen Gespräche zu führen, war es natürlich schon sehr wichtig, vor Ort zu sein und sich in die Augen zu schauen. Ist, wie gesagt, es gibt aber auch viele Themen zu klären. Also es war jetzt nicht mal so, ja, wenn sie zurückkommen, okay, dann machen wir das schnell fertig und auf geht's. Sondern er hat eine Familie, er hat 3 Kinder. Muss ja alles geregelt werden, ja, und muss natürlich auch, ist natürlich auch dann gut gewesen, nicht nur ihn zu sehen, sondern auch seine Familie zu sehen, mit den, sind ja alles auch Menschen, mit ihnen zu sprechen. Man kennt sich natürlich, aber das Ganze war ja davor, wo wir uns immer gesehen haben und gesprochen haben, war das ja nicht so das Thema, ja. Und der jetzt haben wir das Thema über diese Tage, wo ich dort war, ich war ja ganze Woche bei ihm, auch bei ihm zu Hause, haben wir das natürlich intensiviert und uns persönlich, auf persönlicher Ebene sind viel rumgefahren, haben uns Spiele angeschaut, waren einfach zusammen und haben das, ja, entwickelt, die ganze Sache. Ja, also es hätte auch sein können bei uns beiden, also wir haben immer gesagt, wäre schön, wenn wir irgendwann wieder zusammenarbeiten, aber alles kann, nichts muss, trotzdem sind wir eng miteinander verbunden und jetzt war das auch nicht so, dass er gedrängt hat oder ich gedrängt habe, sondern wir haben uns intensiv darüber unterhalten, passt es jetzt oder passt es nicht? Weil das ist natürlich, wir wollen natürlich auch keine Brücken, keine wackeligen Brücken haben, sondern wir wollen das schon stabil haben, die ganze Sache. Und da muss natürlich viel mehr dazu passen, als nur, dass wir den Matti haben wollen oder dass der Matti ein guter Trainer, hängt ja viel mehr dran. Ja, auch mit dem Trainerteam, was haben wir für eine Mannschaft? War natürlich auch wichtig für mich zu sehen, welche Spieler bekomme ich denn? Ja, was, weil ich betone es immer wieder, die Trainer oder der Trainer muss zur Mannschaft auch passen. Natürlich wird der Trainer auch immer mitwirken, auch wenn es manchmal nach außen nicht so wirkt. Aber es war auch letztes Jahr so beim Jerry, dass wir während der Saison immer wieder Spieler gesucht haben und natürlich alles abgesprochen war dann. Aber wichtig ist schon, dass du ein Grundgerüst hast, wo du als Club die Marschrichtung vorgehst. Ja, weil es ist halt... Ich finde es sehr komisch, wenn Clubs immer wieder Trainer wechseln und dann immer wieder eine neue Philosophie haben. Ich kann mich eigentlich als Club nicht vom Trainer abhängig machen. Ja, ich muss ein stabiles Umfeld haben, um dem Trainer dann auch die Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, das ist unser Konzept, das wollen wir haben und nicht jetzt mach mal. Ja, sondern hier, da passt du dazu und da machst du deine Arbeit und natürlich bist du dann ein wichtiger Input. Aber wie ich es immer wieder auch betont habe, also die Trainer haben genug zu tun. Jetzt im Training, im täglichen Gespräch, die haben 25 Spieler, mit denen sie sich täglich beschäftigen müssen. Also die müssen jetzt nicht mit irgendwelchen Spielerberatern reden. Aber das ist viel genug zu tun. Genauso wie ich auch nicht keine Zeit habe, in die Kabine zu gehen, um das Powerplay aufzumalen. Ja, oder jetzt Sommertraining zu machen. Das müssen die Trainer machen. Jeder hat seine Aufgabe. Und nur dann sind wir stark. Ja, oder ich gehe jetzt auch nicht raus und suche die Sponsoren. Ja, bei uns im Club, wir sind in der Big City, sind aber kein Big City Club. Aber die Kräfte sind stark gebündelt, jeder hat seine Aufgabe. Ja, vom Kleinsten bis zum Größten. Und nur wenn alle Rädchen ineinander greifen, kann es auch funktionieren. Aber der Club Löwen Frankfurt steht immer an oberster Stelle. Ja, also das ist die Philosophie, nicht vom Trainer, nicht nur von mir, sondern natürlich verantworte ich das Ganze im sportlichen Bereich hauptsächlich. Aber es geht nur, wenn jeder seine Aufgabe macht. Ja. Und auch für Matti ist es natürlich wichtig, dass die anderen Trainer ihre Aufgaben machen. Ja, es ist er kann jetzt nicht alles machen. Ja, das funktioniert nicht. Und ja, deswegen ist natürlich, bei deine Frage zu den Spielern, ich halte es eigentlich für selbstverständlich, wenn es möglich ist,
dass man die Spieler persönlich trifft, weil es ist ja nicht nur wichtig für die Spieler, sondern auch für mich selber, dass ich auch einen persönlichen Eindruck von ihnen habe. Ja, weil bestmöglichst so lange wie möglich, so oft wie möglich mit ihnen zu sprechen, sie persönlich zu treffen, ist auch natürlich dann auch in Zusammenarbeit mit den Coaches. Ja, zum Beispiel kann ich vielleicht so eine Anekdote erzählen. Als ich den Wille Leijonen getroffen habe, kam in der letzten Stunde, obwohl da überhaupt noch nichts spruchreif war oder klar war, kam der Matti auch dazu, weil es für mich jetzt dann auch wichtig war, dass der Matti ein bisschen Eindruck vom Leijonen bekommt. Also hauptsächlich in die Richtung, weil es wusste ja keiner, es war ja nicht ganz und gar nicht klar, dass der Matti der Trainer wird, aber für mich war, also das war, konnte ich ganz gut einstielen, dass ich in der letzten Stunde vom Gespräch, dass der Matti dabei war. Und auch wenn sie dann nicht so viel miteinander gesprochen haben, aber ihn persönlich auch quasi kennengelernt hat. Ja, gerade so ein Spieler, auch wenn der Matti nicht Trainer geworden wäre, wäre es für mich wichtig gewesen, dass ich auch Input bekomme. Ja, und wie ich es auch gesagt habe, damals auch mit Mitchell Breitkreuz, da war der Matti für mich auch, also nicht nur, auch die Trainer natürlich. Damals, der Jan kannte die beiden natürlich, der Bo nicht so. Also war der Input von Matti auch. Der Matti hat sogar auch mit dem Bo damals gesprochen, mit dem Bo telefoniert, weil ich zu ihm immer gesagt habe, kannst du den Matti anrufen? Und die haben wir öfter mal, wir waren auch damals zum Beispiel gemeinsam beim Deutschland gehabt, der Matti, der Bo und ich, und haben uns auch viel ausgetauscht. Also das ist wichtig, Input zu bekommen, auch für mich. Katja. Ja, Matti, zu dem Thema, ja. Weil er ihn besucht hat, hat es ihm auch, sage ich mal, geholfen, den Schritt zu gehen? Oder wäre das vielleicht telefonisch auch gegangen? Yeah, of course it helps. You get a lot of talks about everything, about the visions, about the club, what is the concept about the clubs, what have happened last 3 years. I know a lot, but still. But still, I don't know everything for sure. And yeah, and what are the next steps, what the clubs want to take? And also, for me as a coach, what type of coach they're looking for, what kind of coach team they want to build, what kind of team they want to build. So that's important things too, for sure, that I need to know before I sign. And then everything what France, or what we talking about, it was that's going to be a great opportunity for the club to take the next step, and I'm just one part of it, like everyone else. So it's important that we get everybody together, everybody have a big role, and we need everybody. That's the biggest thing. Okay, dann geben wir jetzt an Katja das Wort. Ja. Zwei kleine Fragen, eine größere. Erste Frage wäre nochmal, wie war genau dieser zeitliche Ablauf? Der Franz sagt irgendwas von 3 bis 4 Wochen, also wann reifte denn hier der Entschluss, dass es mit Matti wieder klappen würde? Zweite Frage wäre, was heißt das bei ihm zu Hause? Also wo ist er eigentlich? Dritte Frage wäre, was machen seine Stärken, seine Qualitäten oder was auch immer aus, wo du sagst, okay, deswegen brauchen wir ihn jetzt? Wie war die erste Frage nochmal, Katja? Der zeitliche Ablauf. Also. Nein, ich meine, wir waren ja immer in Kontakt, aber ich weiß auch ganz genau, es war Halbfinale in Kaufbeuren, Samstag war Halbfinale in Kaufbeuren gegen Junge Adler Mannheim, wo ich mir nochmal unser Talent Luanihos genauer nochmal angeschaut habe. Bicker hatten wir schon verpflichtet, da bin ich extra nach Kaufbeuren gefahren. Meine Frau war auch dabei und auf der Rückfahrt haben wir telefoniert und dann, wir haben ja immer über die Situation gesprochen, wie geht's weiter, aber da war das so, dass es eigentlich losging. Es war, glaube ich, so vor 6 Wochen, 4 bis 6 Wochen her, wo wir dann drüber gesprochen haben, wir hatten ja 4 Stunden Rückfahrt. Ich sag, meine Frau hat sich auch mit alles angehört, wenn du die Fragen willst, die kannst bezeugen, dass es stimmt. Und dann haben wir eben einfach drüber gesprochen, habe ich immer gesagt, pass auf, wie ich die Sache jetzt analysiert habe, war für mich auch wichtig, nach der Saison ein bisschen Abstand zu haben erstmal und zu sagen, okay, was natürlich wusste ich seit Weihnachten, dass was passieren muss. Ja, und dass ich gefordert bin, was wieder in Action zu kommen. Ja. Und in diesem Gespräch haben wir dann eigentlich so ein bisschen drüber geredet,
zusammen, was braucht man für die nächste Saison, um den nächsten Schritt zu machen, ohne dass es schon ein Gespräch zwischen uns war über ihn. Und irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, ja, das wäre halt, eigentlich wärst du jetzt wieder genau der Richtige, aber es gibt halt da mehr bei dir mit der Familie, du hast einen Vertrag und. Und dann hat er mir aber so ein bisschen das Zeichen gegeben, okay, klar, die Situation gibt's, aber ich werde mit meiner Familie sprechen und wir werden diesen Gedanken anfangen, reifen zu lassen. Und dann haben wir natürlich die Gespräche intensiviert, weil für mich einfach natürlich das, wie ich ja vorher gesagt habe, natürlich einer wie er und dass es dann er geworden ist, hätte ich vor 3 Monaten vielleicht noch nicht geglaubt, vielleicht im Hinterkopf ein bisschen gehabt, aber nicht geglaubt. Und aber ist, wie ich vorher gesagt habe, was wir brauchen, ist ein Trainer, der eine gewisse Erfahrung hat. Hier kommt natürlich der Bonus dazu, dass er auch Löwen Frankfurt sehr gut kennt, was auch wichtig ist, weil oft ist ja auch so, wenn ein neuer Trainer reinkommt und sagen, ja, der Trainer dies, das, sage ich, der Trainer muss auch erstmal die Vibes vom Club kennenlernen. Ja, das ist nicht überall das Gleiche. Und wir haben natürlich ein sehr, sehr starke Vibes. Ja, wir sind meiner Meinung nach, auch wenn wir finanziell kein großer Club sind, derzeit sind wir trotzdem ein großer Club. Ja, wir haben eine riesen Fanbase, wir haben viele Emotionen. Bei uns ist viel los. Es ist jetzt nicht, wir sind jetzt nicht irgendwo. Ja, bei uns ist viel mehr Action. Wir haben Presse, wir haben auch Boulevardpresse. Es ist jetzt nicht, wir sind nicht irgendwo im Hinterland, sondern es ist viel Action bei uns. Und da hilft es natürlich, wenn ein Trainer, war natürlich Optimum, dass er das schon kennt hier. Und was für mich, wie gesagt, Optimum war, dass er hier zwar weggegangen ist, was im ersten Moment nicht optimal für uns war, aber diese Erfahrungen machen konnte, sich weiterbilden konnte, 5 Jahre älter ist, ja, und das und Deutschland kennt, auch das deutsche Eishockey kennt, ja, auch vieles uns immer verfolgt hat, die Spiele verfolgt hat, natürlich vorher war es zweite Liga, aber jetzt hat er ja ein Jahr auch Zeit gehabt, uns intensiv in der DL zu verfolgen, also sich ein Bild zu machen. Und so ist es eigentlich optimalerweise zusammengeflossen, aber natürlich müssen wir jetzt auch was draus machen. Ja, also es ist vom Gefühl her optimal, wie es auch vor 2 Jahren optimal war, ein Bo zu holen. Ja, der Bo war für mich, damals haben mich auch viele gefragt, wo ist der Trainer aus der Oberliga? Habe ich gesagt, ja, aber für diese Situation, für diese Mannschaft, er hat mit Tilburg Titel gewonnen, ja, er kann das moderieren und genau so war es dann auch. Ja, und dann war es aber auch nächstes Jahr, wo natürlich, ich verstehe die Leute, wenn einer sagt, ja, wie, jetzt behalte den Meistertrainer nicht, sage, ja, wir waren Meistertrainer in der zweiten Liga. Ich glaube, wenn wir DL-Meister geworden wären, wäre der Trainer wahrscheinlich schon geblieben. Aber es ist eine Situationsbedingung auch, zum Beispiel beim Bo damals. Sage ich jetzt zum letzten Mal hier. Ich glaube, dass es für ihn optimal war. Ja, es war hart im ersten Moment und natürlich war es auch jetzt hart, aber jeder muss Erfahrungen machen, dass er halt nicht Meister geworden sind. Aber er bleibt ja dort. Und ich glaube, wir wussten ja letztes Jahr vor der Saison nicht. Hätte man von den ersten 8 Spielen 7 verloren, bin ich sicher gewesen, dass wäre ich sicher gewesen, dass er das allerschwächste Glied gewesen wäre. Das gewesen hätte keine Erfahrung vor 2 Jahren noch in der Oberliga und das hätte ihm für seine Karriere sicher nicht gut getan. Deswegen war es letztes Jahr wichtig, einen Trainer zu holen, wo vor allem auch der Jan noch keine DL-Erfahrung hat. Ist ja jetzt auch eine ganz andere Situation. Jan kennt jetzt die DL, das kannst du nicht vom Video lernen. Ja, da musst du dabei gewesen sein. Jetzt haben wir eine Situation, dass der Jan die DL kennt. Ja, und letztes Jahr braucht man eben einen, und da war der Jerry auch der optimale Mann, der Erfahrung hat, der auch diese Herausforderung annehmen kann, dass wir überhaupt nicht wussten, was passiert. Aber gleichzeitig ist es für ihn jetzt auch optimal gelaufen, weil er war im Endeffekt vorher Co-Trainer bei den Eisbären, war dann in der East Coast League, ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Der Name war jetzt nicht so großes Thema. Entschuldigung, bis wir ihn dann geholt haben, jetzt ist er bei Kloten Flyers. Das ist auch, würde ich sagen, für ihn eine Top-Entwicklung jetzt gewesen, über uns dorthin. Und gleichzeitig war aber auch klar, spätestens ab Weihnachten, dass wir Jerry jetzt nicht die Energie hat, ist ja auch schon ein bisschen älterer Trainer, das als nächste Level zu bringen. Und das hat er auch immer wieder betont, dass seine Maxime nicht ist, in der Mannschaft weiterzuentwickeln, sondern er braucht gute Spieler, um das Beste draus zu machen. Und deswegen denke ich, haben wir insgesamt eine runde Sache. Viele sind über uns weitergekommen, auch wenn können wir auch vielleicht Marco Reiter nochmal nehmen, ist jetzt mittlerweile Head Coach in der DL2, Trainer des Jahres DL2. Das ist mir auch immer wichtig, dass wir zwar sagen, ja okay, wir hatten viele,
viele Trainerwechsel, aber in 5,5 Jahren nur einmal einen Trainer entlassen und alle im Endeffekt haben was Positives draus gezogen. Ja, alle haben sich in gewisser Weise weiterentwickelt. Ja. Und deswegen, ja, so habe ich was vergessen, Katja? Oder? Die ist, da kann ich dir sogar auch noch eine funny Story erzählen, weil also meine ersten Male, wo ich so in Finnland, damals habe ich quasi den Janne, weil der Janne und ich haben früher mal zusammengespielt. Also als er dann Trainer in Finnland wurde und ich gerade in Krefeld entlassen war und zum richtigen Trainer wurde, weil du bist ja nur ein richtiger Trainer, wenn du zumindest einmal entlassen warst, habe ich halt angefangen, Janne zu besuchen und mich halt weiterzubilden in Amerika, Finnland, Schweden. Und als das damals entstanden ist, bin ich halt immer, der Janne wohnt in Riihimäki. Ja, da wohnt auch der finnische Nationaltrainer, Jukka Jalonen, im gleichen Ort. Und das ist so eine halbe Stunde von Hämeenlinna entfernt, wo der Matti hat früher in Hämeenlinna gewohnt. Und damals bin ich mit dem Zug gefahren von Riihimäki nach Hämeenlinna und bin dann irgendwann in Parola geendet, weil ich im Zug eingeschlafen bin und dann auch schon fast in völliger Panik habe ich gesagt, oh Mist, mitten in der Pampa hier, ist zwar nicht weit von Hämeenlinna, aber da hat der Matti sein neues Haus gebaut. Also von hier zurückging, ein Haus gebaut, sehr schönes Haus, hatte ich jetzt sehr schönes Gästezimmer, sagen, mit Sauna direkt nebenan, alles tipptopp. Wo ich kam, war du, das schaust du mitten im Wald, kommen vielleicht auch mal ein paar Bären raus. Und dann, wo ich da war, war es bei uns ja schon warm, war da noch so hoch Schnee. Also ich war wie im Wintermärchen. Also er wohnt in Parola. Es weiß keiner, wo es ist. Ich weiß es schon seit 5 Jahren, weil ich damals voller Panik aus dem Zug ausgestiegen bin. Da war so ein verlassener Bahnhof. Da habe ich mir gedacht, Hilfe, habe ihn dann angerufen und gesagt, kannst du mich hier abholen? Ich bin hier Parola und jetzt wohnt er dort. Markus, bitte. Martin, now after we have all important questions answered. Parola was most important. lots of coaches say you can't compete with so many young players. Like it's planned now. A lot of young players now, they should all have their ice time and they are even younger than the ones last year. You showed in DL2 that it's possible to work with young players and at the same time to have success. So what is important when you work with young players? Yeah, of course. Is it a young player or older or experienced players? The most important thing is communication with the players. That's the thing. That's the most important thing when you start working with the team. And about the young guys, it's those talents, top talents. It's important that even you are top talents, there is no free spots. But if you work hard, if you play well, you get what you deserve. That's how it should go. That's the competition also inside the team. And like I said, we as a coaching staff, for sure we want to help them to take the next step. All of us. We want to get better too. So as a player, I hope they want to get better every day. We as a coach want to get better, and we need everybody on that boat, like I said, and we need the good communication. They can learn a lot from us, and we can learn a lot from them too. So that's a two-way street, how we want to build it here and work. But like I said, there is no free spots for the juniors, but I trust that they work hard, they show, and when they do that, of course, it's our job. We want to give them chance. We want that they take their first steps in DL, in professional hockey, and also we want that when they're leaving, whatever, 1, 2, 3 years in Leuven, they're better players, they're better person, they're better athletes. Was der Matti damit meint noch, ist, dass es gibt natürlich schon Plätze für die Jungen im Line-up, aber es ist keine Freifahrtschein. Ja. Also es ist nicht, weil du Top-Talent bist und spielst du automatisch. Aber wir haben natürlich die Mann, die auch mit den Jungen schon so geplant, dass wir jetzt nicht 8 Top-Talente haben, sondern wir haben es auch von der Altersstruktur natürlich schon. Also wenn man denkt, auch Gnüpp ist U23-Spieler, aber hat schon 100 DL-Spiele. Ja. Und viel Erfahrung in der zweiten Liga, in allen verschiedenen Situationen DL2-Finale gespielt, gegen uns, dann jetzt Playdowns, was sehr hartes Brot ist, gespielt.
der muss natürlich, wenn es ein Spieler ist, natürlich ein bisschen andere Situation. Da ist jetzt die Möglichkeit über uns, jetzt den finalen Schritt zum absoluten Stammspieler zu machen. Und dann haben wir natürlich mit den anderen Jungs Spieler, die hochtalentiert sind mit Bika und Nihus. Und für die Tür aber schon auf ist. Weil wir haben jetzt, wie gesagt, nicht 8 junge Spieler, sondern 5. Weil mit 3 zu planen, die eingesetzt werden, ist sehr schwierig. Vor allem, wenn man auch denkt, eventuell werden Spieler wie Pika und Niehaus in nächster U20-Weltmeisterschaft spielen, hat man auch schon mal die Situation, dann sind die halt mal 6 Wochen weg. Ja. Und deswegen ist es auch zum Beispiel sehr wichtig, weiterhin Spieler wie Konstantin Vogt zu haben. Ja, das ist mittlerweile auch, glaube ich, 5. Saison jetzt bei uns. Wenn man sieht, der halt ein Spieler ist, der sicher kein Top-Talent ist, aber der ist halt ein Spieler, den du gerne im Club hast, der alles getan hat, der sich immer weiterentwickelt hat, letztes Jahr sogar Unterzahl gespielt hat dann bei uns. Also, der Mix macht so ein bisschen. Ja, und auch eben, dass so dann die Top-Talente auch ein bisschen in Druck haben. Aber natürlich ist auch klar, dass wir, wie wir es auch früher schon gemacht haben, also wir kriegen halt auch Top-Talente, weil wir sie fördern und fordern. Ja, also siehe Hüttl, Schinko, jetzt haben wir Bika Niehaus. Also wir kriegen halt auch nicht nur durchschnittliche Talente. Also du kannst jetzt nicht nur Top-Talente haben. Und da werte ich zum Beispiel einen wie den Konstantin gar nicht ab, sondern der, wer weiß, entscheidend ist ja, was eben am Ende des Tages passiert. Weil als Talent bist du ja noch kein vollwertiger Spieler. Ja. Nur natürlich wissen wir auch, wenn du ein Top-Talent hast, dass die Chance größer ist, dass er schnell adaptiert. Und natürlich wollen wir da die Tür weit aufmachen und jetzt nicht ein Top-Talent verpflichten und sagen, du bist jetzt 12. Verteidiger und 17. Stürmer. Die sollen schon eine sehr große Chance haben zu spielen. Ja. Und dann liegt es an Ihnen, an uns, an uns allen gemeinsam, was wir daraus machen. Ich denke, in der damaligen Zeit hat es, auch wenn es DL2 war, Hüttl war 17, aber war natürlich für uns top, dass er direkt spielen konnte. Ja. Und ja, jetzt ist die Situation, jetzt sind wir in der DL, aber jetzt haben wir auch nochmal, also wir hatten damals Top-Leader drumherum, aber jetzt haben wir vielleicht nochmal mehr Leader und nochmal mehr Top-Spieler auch um sie drumherum. Also du kannst natürlich auch nicht jetzt sagen, okay, Knüpp, Niehaus, jetzt spielt er mal gemeinsam 20 Minuten. Das ist unfair auch den Spielern gegenüber. Wir brauchen schon um die Spieler und deswegen geht es auch. Junge Spieler, finde ich, braucht die ganze Welt. NHL, DL, finnische Liga, egal wo. Weil das macht ja eine Mannschaft aus, wenn du junge Spieler, aber auch nicht alle im gleichen Alter und auch nicht zu viele, dass die Gruppe zu groß ist, sondern der Mix macht es einfach aus. Ja, du kannst auch nicht nur junge Trainer haben. Ja, du brauchst auch schon für die Situation. Also dieses muss halt alles zusammenpassen. Und da denke ich, sind wir schon jetzt, also ich habe so ein sehr gutes, positives Gefühl, dass wir auf einem sehr guten Weg wieder sind. Und auch wie gesagt, also Spieler wie auch dann Niehaus nochmal zu verpflichten, ist nicht so einfach. Ja, die aus Mannheim wegzulotsen, das spricht eher schon sehr für uns und auch für den Weg damals, wo wir damals begonnen haben, ja. Dass die Historie sehen, auch Bock letztes Jahr, der wäre jetzt, glaube ich, nicht zu uns gekommen, wenn er nicht vorher schon gesehen hätte, okay, was hat der Hüttl hier gemacht und so, das war schon, auch wenn es andere Situationen sind und auch andere Kategorie ist, aber den Ruf, den du hast, ja, wir wollen immer erfolgreich sein, wir wollen auch immer attraktiv sein, also wir wollen ja nicht, wir sind ja keine Ausbildungsmannschaft, aber ich finde das ganz zusammen, auch wenn du in einer Challenge spielst, da spielen auch 18-Jährige. Ja, also Stanley Cup-Sieger hat auch junge Spieler. Also das gehört ja immer zusammen, weil wenn du nur alte Spieler hast, dann ist es auch schwierig. Ja, dann, wenn du nur Mittelalte hast, keine ganz Lieder, es muss halt zusammenpassen. Und deswegen nochmal, also was der Mathe meinte, natürlich gibt es Plätze, aber es ist kein Freifahrtschein. Ja, Markus, nochmal. Ja, Mati, when you left 3 years ago, it was kind of sudden death. The playoffs were cancelled due to Corona, so it was from one moment to the other, it was over. So besides all reasonable arguments to go back to Frankfurt, was there maybe also a kind of feeling that the story is not finished yet? So. Yeah, maybe back of that, it's end so quick because of the COVID pandemic and yeah, and then it's not, it's always everybody watch
for sure results. We are here in top sports. We need to make results. That's our job too. But still, it was everything about around the result too, about the people here, atmosphere, fans, like organization. It's not just that you go there, you want to make the best, of course you want to make best result what you can get, but it's about the working with the people. And I really enjoy that. And that was the biggest thing why I want to came here back, was the people in here, in Leuven organization. Ja, bitte. Herzlich willkommen. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, du hast ja einen anderen Plan gehabt, mit Füssen wahrscheinlich für die neue Saison. Wie kam das jetzt zustande, dass du heute hier bist? Wie konnte dich Franz dazu überzeugen und welche Rolle hat vielleicht auch der Matti gespielt? Ja, hallo zusammen. Ja, habe ich mit Füssen verlängert und dann kam das eigentlich ein bisschen plötzlich mit Franz. Der hat gefragt, ja, wie schaut es aus? Hätte ich Interesse, so eine Rolle, hier nach Frankfurt zu kommen. Dann natürlich war ich, natürlich als Trainer willst du auch besser werden. War schon schön, war meine erste Saison im Männerbereich. Hab gedacht, okay, vielleicht brauche ich noch zweiten, dann nächsten Schritt zu machen. Aber dann fand ich, das war so ein attraktives, was hier in Leuven passiert ist und was der Plan ist. Und ja, dann habe ich nicht lange überlegt und bin ich sehr dankbar für das Möglichkeit. Der Matti? Damals war mit Matti noch nicht klar. Okay. Habe ich eigentlich im ersten Gespräch, haben wir, glaube ich, gar nicht über Matti geredet. Und das war eigentlich für mich, natürlich ist es sehr schön, dass Matti hier ist, weil ich ihn auch kenne von früher, aber das hat keine Rolle gespielt. Ja, das ist auch, wie der Jan gesagt hat, natürlich passt das jetzt alles sehr gut zusammen, aber wir hätten, also diese Weiterentwicklung, wir hätten ja sonst einen ähnlichen oder so einen Style-Trainer wie Matti gesucht, und da, also dass wir uns hier diesen Trainerstab breit aufstellen wollen, und jetzt, wie gesagt, das ist uns ganz wichtig, dass wir eine stabile Basis haben. Ja. Weitere Fragen? Das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Franz, du noch was? Rüdiger, du? Heute nicht. Das kommt dann zur Saison wieder. Genau. Gut, dann scheint das nicht mehr der Fall zu sein mit weiteren Fragen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihr Kommen und das Interesse an den Löwen Frankfurt und dieser wichtigen Personalentscheidung. Wir stehen natürlich jetzt im Nachgang noch für Fotos, weitere Fragen in kleinerer Runde, Interviews, O-Töne und so weiter zur Verfügung. Ansonsten sage ich auf Wiedersehen, bis spätestens bei einem anderen Event im Sommer oder wieder in der Eissporthalle bei den Löwenspielen. Vielen Dank und bis bald.